Fußball FIFA WM 2018 WM 2018, Mexiko-Spieler feiern Orgie mit Prostituierten. Einige Spieler der mexikanischen Nationalmannschaft haben es kurz vor Beginn der WM noch einmal krachen lassen. Wie TV Notas berichtet, haben 9 Spieler direkt nach das Boulevard-Magazin veröffentlicht Bilder vom Eintreffen der Spieler und schreibt von einer 24-Stunden-Orgie. Unter den Besuchern der Party waren dem Bericht zufolge Tormann Guillermo Ochoa, der Stürmer Raúl Jiménez sowie Carlos Salcedo und Marco Fabian. Der mexikanische Verband zeigte sich nachsichtig. Die Spieler müssten keine Strafe fürchten, weil sie in ihrer Freizeit gefeiert und kein Training verpasst hätten, erklärt Generalsekretär Guillermo Cantú. Er meint, ein freier Tag ist ein freier Tag, und das ist das Risiko, das mit der Freiheit einhergeht. WM-Spielplan größer als größer als größer als WM-Tippspiel größer als größer als größer als alle Kader im Überblick größer als größer als größer als Textquelle Urheberrecht Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.